Hallo und herzlich willkommen bei Chat Noir Tarot. Willkommen auf diesem Kanal. Zunächst mal ganz, ganz lieben Dank an all die Leute, die meinen Kanal abonniert haben. Ich bedanke mich für die vielen Likes und ich bedanke mich für die positiven, liebevollen Kommentare. Ganz, ganz herzlichen Dank. Natürlich ist das alles eine große Hilfe, diesen Kanal hier weiter auszubauen und stärker zu machen. Und für mich persönlich ist natürlich auch eine Motivation, dass ich die Videos weiter einstelle, weil es mir natürlich auch das Gefühl gibt, dass diese Videos Leuten Freude bereiten oder den Leuten eine Art Unterstützung anbieten, dass es für die Leute interessant ist. Also ganz, ganz lieben Dank dafür. So, hier habe ich Karten ausgelegt für Sternzeichen Jungfrau für den Monat Dezember 2020. Es geht um Liebe, Partnerschaft, Leidenschaft. Es geht um Familienangelegenheiten, Freundschaften und allgemein um Verbindungen, die euch stark am Herzen liegen. Ich beginne hier immer rechts mit den Tarotkarten und ergänze dann anschließend links mit den Lenormand-Karten. Ich beginne auch immer sehr gerne mit der Gesamtenergie, um zu schauen, worum geht es überhaupt? Was ist die Motivation? Was sind die Befürchtungen oder wo liegen die Probleme eventuell? Hier haben wir eingangs den Mond. Ja, beim Mond sind hier sehr viele Ängste präsent, ja. Man hat hier Befürchtungen, man wälzt sich hier so in Ängsten, also Kopfkino, was könnte hier schief laufen? Manchmal sind es unbegründete Ängste, ja. Wenn es darum geht, dass man auf dem falschen Weg ist, dann warnt der Mond davor, dass man quasi in die falsche Richtung läuft, aber manchmal, ja, ist die Situation so verfahren, dass man automatisch in gewisse Ängste reingeht, die aber sich im Nachhinein als unbegründet herausstellen. Ja, und hier mit 6 der Stäbe und 9 der Kelche möchte man in einer gewissen Situation erfolgreich sein, sich durchsetzen, Dinge in die Tat umsetzen, wo man schon lange darauf hingearbeitet hat und man möchte mit den 9 Kelchen Zufriedenheit, Glück, Harmonie erschaffen. Man möchte etwas durchsetzen, um dann diese Harmonie, Liebe und ja, um das Glück herzustellen. So, ich schaue mal auf die Vergangenheit. Die Vergangenheit, können ein paar Tage sein, können Wochen sein oder Monate. Das ist individuell verschieden. So, und da habe ich jetzt zunächst mal 10 der Stäbe und 6 der Münzen. Ja, in der Vergangenheit hatten es die Jungfrauen nicht leicht. Ja, hier mit den 10 Stäben musste man sich sehr stark anstrengen, viele Bürden auf sich nehmen. Man hat hier wirklich ein Ballast mit sich herumgetragen. Man musste sich hier sehr stark einsetzen für etwas. Und die Zeiten waren sehr hart. Mit den 6 der Münzen war es für die Jungfrauen sehr schwierig, hier eine Stabilität aufzubauen, weil bei manchen auch der Eindruck da war, ich tue mehr, als ich zurückbekomme. Ich investiere mehr als der andere. Ich bemühe mich mehr oder ich bemühe mich die ganze Zeit und kriege nur ganz wenig zurück. Zu wenig Wertschätzung vielleicht. Ja. Hier sehe ich auch sehr stark die Motivation dahingehend, etwas im häuslichen Bereich aufzubauen, eine gewisse Stabilität im häuslichen Bereich. So, ich schaue mal jetzt auf die Gegenwart. Was ist jetzt so los? So, da haben wir zunächst mal den Stern. Ja, das ist die Hoffnung, das ist die Klarheit. Bei einigen kommt es zu einer gewissen Klarheit, während sie sich in Distanz zu der Angelegenheit befinden. Das ist auch eine Heilungskarte. Es geht darum, dass die Dinge in Heilung gebracht werden sollen. Das ist nicht immer einfach.
So, hier drauf geklärt: drei der Münzen, acht der Kelche und den König der Schwerter. Ja, bei drei der Münzen versucht man hier etwas Stabiles aufzubauen. Die Münzen sprechen immer von Stabilität. Ja, man guckt hier, wie man zusammen im Team das hier vorwärts bringen kann. Man lässt sich teilweise auch von anderen beraten oder man zieht an einem Strang, probiert hier im Team zusammenzuarbeiten, um eine gewisse Stabilität zu erreichen. Hier bei 8 der Kelche dieser Karte sagt mir, dass das vielleicht nicht so richtig klappt, weil bei 8 der Kelche ist hier eine gewisse Traurigkeit, die Angst da, verlassen zu werden oder seelischer Ballast, der einen dazu hinführt, dass man das Bedürfnis hat, zumindest zeitweise die Situation zu verlassen, weil es emotional zu sehr drückt, weil es emotional schwer zu verarbeiten ist, weil es einen traurig macht, ja. Ja, ich glaube, hier gibt es irgendeine Situation, die vielleicht falsch eingeschätzt wurde und das ja, führt dazu, dass nun die Gefahr besteht, dass hier einer das Szenario verlassen könnte. Und hier mit dem König der Schwerter haben es einige mit Luftenergie zu tun. Vielleicht Menschen, Sternzeichen, Waage, Wassermann, Zwillinge. Oder diese Person hat viele Luftplaneten in den Charts. Beim König der Schwerter kann es sich auch manchmal um juristische Personen handeln, die eine gewisse Entscheidungsbefugnis haben. Kann auch manchmal für Behörden stehen, für jemand, der Entscheidungen treffen darf oder kann. Ansonsten im privaten Rahmen haben wir es hier mit einem König der Schwerter zu tun, der momentan etwas auf Distanz ist, etwas dem Rücken gekehrt hat. Also dieser König der Schwerter wendet sich momentan so ein bisschen ab. Ja, der König der Schwerter ist auch sehr sachlich. Der König der Schwerter lässt sich nicht so von Emotionen leiten. Der ist sehr stark im Kopf. So, ich schaue mal hier direkt auf dich, liebe Jungfrau. Wie geht's dir so in der Situation? Wie fühlst du dich? Wie zeigst du dich nach außen? So, 10 der Münzen, das möchtest du haben. Ja, du willst die Sicherheit, klar. Du brauchst auch den finanziellen Rahmen dazu, damit du dich sicher fühlst. Ja, du möchtest hier auch Sicherheit für deine Familie, für dein Umfeld, für die Menschen schaffen, die dir am Herzen liegen. Du möchtest das Ganze irgendwie absichern. Das ist dir wichtig. Ja, aber etwas bereitet dir hier ganz große Sorgen, ja, mit 9 der Schwertern. Etwas macht dir große Sorgen, bereitet dir vielleicht schlaflose Nächte. Das ist so ein bisschen diese Karte, wo man sich vor lauter Sorgen in eine deprimierende Stimmung reinversetzt. Ja, man muss hier aufpassen, dass man nicht zu viel die Sorgen hin und her wälzt, sonst überkommen einen diese Energien und dann ist man auch handlungsunfähig, dann ist man nur noch in Angst und in Fluchtgedanken. Ja, bitte da nicht zu sehr in diese Energie reinsteigern lassen. Bei 7 der Kelche, ja, seid ihr momentan auch etwas durcheinander, was eure Gefühle, was eure Bedürfnisse, was eure Wünsche angeht. Ihr seid quasi überfordert. Etwas könnt ihr auch nicht klar erkennen. Vielleicht könnt ihr etwas nicht klar erkennen und deswegen diese Angst. Ja, hier ist der dringende Rat mit der Mäßigkeit. Kommt bitte etwas runter. Ja, versucht euch zu beruhigen, versucht euch abzukühlen. Wir sehen hier auch auf dieser Karte,
Das ist hier so ein bisschen winterlich, ja. Es ist wie, als ob der Winter quasi hier schon zu Ende geht und da kommt schon der Frühling, ja. Hier haben wir die verschneiten Berge und je mehr wir hier nach rechts gucken, desto frühlingshafter wird das. Ja, wir haben hier schon sogar die ersten Pflanzen. Also man muss sich hier beruhigen, man muss sich hier zur Mäßigkeit zwingen, damit man die Situation beherrschen kann und vorwärts bringen kann, ja? So, jetzt schaue ich mal auf das Gegenüber. Was macht das Gegenüber? Wie zeigt sich das Gegenüber nach außen? Als Ritter der Schwerter. Ja, der Ritter der Schwerter ist sehr oft ungestüm. Das ist auch Luftenergie. Der Ritter der Schwerter neigt auch manchmal zu Kritik, weil der Ritter sehr schnell vorankommen möchte mit den Sachen, die er sich da so ausgedacht hat. Und das führt dann holper die Polter dazu, dass man ja dann den anderen etwas überwältigt mit seinen Vorstellungen. Ja, also hier könnte Kritik anrauschen seitens vom Gegenüber. So, drauf geklärt, den Tod, den Mond und fünf der Stäbe. Ja, den Mond hatten wir auch hier eingangs. Das Gegenüber ist hier in so einer gewissen Angststimmung, befürchtet hier etwas, befürchtet, dass hier etwas zu Ende gehen könnte. Vielleicht lässt das Gegenüber zeitweise hier auch etwas ruhen oder eure Verbindung ruhen aus der Angst heraus. Hier mit den fünf Stäben ist ja ein gewisser Aktionismus angezeigt, der nicht zielführend ist, so unbedingt, ja, weil man sieht hier abgebildet, das ist so ein bisschen Kräftemessen. Hier sind verschiedene Energien am Wirken, oder das Gegenüber hat das Gefühl, dass es mit seiner Handlungsweise bei dir nicht durchkommt, dass es mit dir, liebe Jungfrau, irgendwo in Konkurrenz geht, weil verschiedene Vorstellungen darüber vorhanden sind, wie das hier im Alltag abzulaufen hat. Bei einigen könnte es auch darum gehen, dass das Gegenüber hier eine Konkurrenz von außen vermutet. So, ich schaue mal, wie das hier weitergehen könnte mit euch, perspektivisch in der Zukunft. Ja, da haben wir diese sechs Stäbe. Erfolg. Man ist hier in einer Angelegenheit erfolgreich. Man macht das Richtige zur richtigen Zeit und setzt sich damit durch. Sehr gut. Achte Stäbe, Rad des Schicksals, achte Münzen. Hier kommt sehr viel Bewegung rein. Ich denke mal, auch zeitnah. Sehr viel Bewegung kommt hier rein, sehr viele Nachrichten, sehr viel Austausch. Das bringt eine gewisse Situation komplett in Wandel mit dem Rad des Schicksals. Ja. Hier kommt es zu einer sehr großen Veränderung, die ich derzeit aber auch sehr positiv sehe. Und dann mit den acht Münzen kann man hier schön auf Stabilität bauen. Hier kann man damit weiterarbeiten, was Stabiles aufbauen. Ja, weil ihr wollt ja auch die 10 Münzen. Ihr wollt ja das Komplette. Und hier dieses Rad des Schicksals, diese positive Veränderung, die hier reinkommt, vielleicht durch eine Entscheidung, durch eine Bewegung, durch ein Vorwärtsgehen, durch Nachrichten, durch eine Kommunikation. Ja, das bringt hier gewisse Sachen ins Rollen. Das Rad des Schicksals kommt dann ins Rollen. Und dann, liebe Jungfrauen, habt ihr hier die Chance, etwas ganz Festes, Stabiles, Gesundes aufzubauen. Sehr, sehr gut. So, meine lieben Jungfrauen, jetzt schauen wir hier nochmal rüber auf die Lenormand-Karten. Hier oben haben wir eingangs den Berg, eine Blockade, etwas geht nicht vorwärts oder eine Person behindert hier den Vorwärtsgang, ja, hat auch was mit einer Entscheidung zu tun.
Man möchte Sicherheit erlangen in einer bestimmten Angelegenheit, dann gehen auch ja mit den Wolken die Verwirrung, ja, die Wolken hier, sieben der Kelche, man blickt nicht richtig durch. Man blickt erst richtig durch, wenn man Sicherheit bekommt in einer bestimmten Angelegenheit. Hier mit dem Ring. Der Ring symbolisiert Verbindungen, Ehen, Partnerschaften. Und Menschen, die in einem geschlossenen Kreis zusammenarbeiten, zusammengefunden haben. Das ist hier irgendwie blockiert. Und das hat auch was mit der Öffentlichkeit zu tun. Ja, irgendwelche Angelegenheiten werden hier auch durch die Öffentlichkeit gesteuert oder behindert. Einige warten hier um irgendwelche Entscheidungen öffentlicher Tragweite. Hier haben wir die Öffentlichkeit, viele Personen mit dem Ring auch, eine Zusammenkunft von vielen Personen über die Öffentlichkeit. Hier wird fieberhaft auf eine Nachricht gewartet, auf ein Okay, auf ein Zeichen. Hier mit dem Schiff ist sehr viel Geduld gefragt. Oder es wurde bisher sehr viel Geduld abverlangt. Dieser Brief wird kommen, diese Nachricht wird kommen, aber Geduld, ja, mit dem Schiff ist es schon unterwegs zu euch. Hier mit den Vögeln, auch mit den Wolken, ja, sehr viel Unruhe, Hektik, weil man vielleicht hier auf eine Nachricht wartet, ja, beunruhigt einen sehr stark. Ja, hier mit dem Mond, habe ich ja gesagt, irgendjemand hat hier irgendwelche, ja, Ängste, Befürchtungen, weil hier eine Entscheidung mitunter über die Öffentlichkeit gesteuert wird. Hier mit der Lupe, zentral in der Mitte, schaut genau hin. Also hier mit dem König der Schwerter und hier auch mit der Öffentlichkeit. Bei den Leuten, wo auch Behörden oder öffentliche Stellen, Juristen, mit einer Entscheidung treffen, zum Beispiel bei Scheidungsangelegenheiten, ja, oder anderen juristischen Zusammenhängen, vielleicht Ehevertrag oder sowas, ja, Ehevertrag kann auch sein. Hier bitte ganz genau hinschauen, ja, was euch da erzählt wird. Hinterfragen. Okay, das war's auch schon von mir, liebe Jungfrauen. Ich wünsche euch einen guten Rutsch in das neue Jahr. Viel Erfolg, viel Glück und viel Gesundheit. Tschüss!